Bringt uns sonst ja auch nichts. Die Frösche quaken. Natürlich gut. Da oben ist schon grüner Rauch. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wohin es geht. Die bewegen sich jetzt hier in so Verteidigungsstellung, versuchen vermutlich Deckung zu nehmen. Als ob euch das rettet. Ah, in dieser Phase kannst du Artilleriesektoren festlegen, falls vorhanden, und sie und erst Befehl erteilen. Das spart Command Points, falls du eine schlechte Kommunikation hast. Ah. Okay, und Command Points, das sind welche? Sind das diese Sternenpunkte hier? Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt ja schon echt eine latente Sorge, dass wir gleich so richtig hart aufs Maul bekommen. Das sind übrigens unsere Ziele hier, die beiden Kreuzungen, die wir auf Dauer erobern sollen. Bin ich jetzt mal gespannt. Warum geben die nicht einfach auf? Deckung? Ich glaube, die haben irgendwas gehört oder gesehen. Ah, Artillerie. Ah, okay. Es gibt erstmal Beschuss. Da unten hin. Das ist natürlich schön, weil da treffen die genau nichts. Oha, es ist laut. Ich glaube, ich muss mal gerade den Sound ein wenig anpassen. Das ist doch ein bisschen laut auf den Ohren. Moment. So. Hat er jetzt pausiert? Ah, Continue Game. Okay, so rum geht das. Dein globales Command-Level siehst du oben links neben dem Play-Knopf. 100. Ah ja, okay. Jeder Befehl kostet dich Command-Points, die je nach von den Kommandeuren und Kommunikationseinheiten regenerieren oder eben auch nicht. Also wenn ich die Einheiten gut zusammenhalte, dann regenerieren die, ansonsten eher nicht. Alles klar. So habe ich das jetzt zumindest aufgefasst. Ja, die haben hier einfach so einen Strich gezogen und gedacht, naja, wir gucken mal. Hier oben ist auch was eingeschlagen. Na, die freuen sich auch schon. Juhu. Gut, dass wir uns nicht dahingestellt haben. Dann könnten wir jetzt schon einen globalen Rückzugsbefehl erteilen. So, hier oben ist auch was eingeschlagen. Ja, die Einschläge werden dichter. Aber noch ist hier nichts Signifikantes geschehen. Ja, wie man das von den Amis halt so kennt, ne? Artillerie ohne Ende wird erstmal weggeballert. Aber solange das daneben geht, ist das ja nicht so tragisch. So, es ist auch früh am Morgen hier. Was ist das da für ein gelber Punkt? Wer bist denn du? Was war das gerade, ein Feindsoldat? Oh, die ersten Kontakte, glaube ich, hier, wa? Okay. Und zwar total dicht an unseren Stellungen. Das gefällt mir ja so gar nicht. Hatten die denn hier kein ordentliches Sichtfeld dahin? Eigentlich schon. Müssen sich irgendwie angeschlichen haben. Und wurden jetzt aber auch direkt erstmal auseinandergenommen. Die Jungs, die haben jetzt hier richtig Spaß. Uiuiui. Das geht ja rund. Aber nun gut, das ist jetzt erst der Anfang hier. Das ist quasi die, wie nennt man das, die Vorhut. Vermutlich, ja, kommen jetzt hier nämlich die ersten Artillerieschläge rein. Panik, oh ja, die wurden richtig schwer erwischt hier. Das ist nicht gut, die Artillerie, die macht uns hier ganz schön kaputt. An dieser Stelle, aber das war zu erwarten. Leider Gottes. So. Da oben ist auch noch irgend so ein Typi. Den kriegt ihr bestimmt auch noch weg. Zwei, ja, werden vermutlich noch mehr sein. Hallo.
So, und hier sehen wir erstmal unsere Einheiten, die das Feuer eröffnen. So, ja, das ist ein bisschen ungünstig jetzt, dass die hier so dermaßen weggerupft wurden direkt. Ja, hier sind auch noch einige Einheiten, aber zum Glück sind wir hier ja ganz gut aufgestellt. Boah, die wurden hier komplett weggeflugt. Und auch die haben hier keine leichte Stellung. Die Frage ist halt, was kommt noch von da hinten? Weil hier ist natürlich, wie man sieht, hier ist quasi irgendwie keiner mehr da. Die wurden komplett ausgeräuchert. Da sind noch zwei Leute, die laufen da in Panik rum. Ansonsten passiert da nicht mehr viel. Hier kommen welche zu Hilfe, aber wie gesagt, das ist alles... Boah. Hier ist nur noch die Crew. Das MG scheint irgendwie auch vernichtet zu sein. Das ist ganz schlecht. Feuern die hier eigentlich? Ja, anscheinend schon. Das tun sie. Ansonsten habe ich hier noch wenig Ahnung, was hier vor sich geht. Außer, dass es links gut aussieht und auf der rechten Seite absolut desaströs. Da hier die Artillerie vollkommen durchgewullackt ist, also so richtig alles einmal auseinandergenommen hat. Da war die Verteidigungsstellung dann quasi schon weg. Nicht gut, nicht gut. So, was ist das für einer? Der gehört da auch noch irgendwie zu. Was macht der denn da vorne, sag mal? Der ist ja hier völlig exposed. Bau mal hier eine Verteidigungsstellung auf, Junge. So, das hier ist irgendwie ein Kommunikationssymbol, glaube ich. Das MG hier sieht noch relativ... Naja, habe ich gesagt, das sieht noch relativ healthy aus. Nicht so ganz. Na denn. Mal abwarten, was hier noch so kommt. Wurde auch weggepflückt hier. Oh, 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 oh. Sieht alles nicht gut aus, außer dass unsere... Da hinten ist ein Panzer. Da hinten haben sie einen Panzer gesehen eben. Ob sie den jetzt natürlich hier angreifen können, halte ich für höchst unwahrscheinlich. Ja. Das läuft ja richtig rund. Uiuiui. So, das MG da schießt. Das ist natürlich schön, dass es das tut. Hat aber nur noch drei Leute, wie es aussieht. Was mit dem Kollegen hier? Das ist wirklich nur noch die Crew. Das MG ist irgendwie weggesprengt oder wie muss ich das verstehen? Hätte hier gestanden. Kann man das irgendwie bemannen? March, Move, Assault, Recon. Ich sag mal, die sollen hier Take Defense machen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier tun oder ob die noch total in Panik sind, so wie der Kollege hier. Da hinten ist auch einer gepanickt. Die haben natürlich alle das Weite gesucht. Verständlicherweise. So, hier hinten sind jetzt die Panzer. Zu viert mindestens. Hier ist ein Sherman. Und wie gesagt, flankiert von weiteren Shermans. Jetzt greift natürlich hier schon Gerber, greift natürlich jetzt mit ihren Waffen an, aber ich denke nicht, dass das gut funktionieren wird. Das wird ja ein ziemlicher Horror. Da hockt auch schon einer tot im Gefährt. Oh oh. Nicht gut.
Aber war zu erwarten. Also sobald die Panzer angreifen, hier, das sind mindestens 8 Stück oder 10. Das wird wohl nicht klappen. Jo, das wird wohl der erwartete Totalverlust tatsächlich sein. Weil der Gegner hier einfach mal mit seinen Panzern hier völlig reinmurkst. Und wir natürlich jetzt auch gerade hier nicht die Waffen haben, die wir eigentlich bräuchten, um die Panzer zu beschädigen oder auszuschalten. Tja, die denken sich auch, ja, ich kann jetzt überall hinschießen, aber das juckt die ja nicht, ne? So, hier oben ist eigentlich alles, boah, die ganze Truppe wurde hier vernichtet durch Artillerie, das ist natürlich echt traurig. Ich glaube, hier wäre ein kleiner Rückzugsbefehl angebracht für die, die überhaupt noch da sind. Sind jetzt ja eh nicht mehr viele. Oi, oi, oi. So, die Panzer greifen von da hinten an. Nach wie vor. Und rücken auch vor. Und die juckt das natürlich überhaupt nicht, dass hier irgendwie Deutsche hier rumlaufen. Denn die schießen sie einfach über den Haufen hier. Unangenehm, dass wir gerade in diesem Teil der Front natürlich keine Panzer aufgestellt haben, sondern die alle schön nach Norden verfrachtet haben. Bisschen Absicherung wäre jetzt hier schon nicht schlecht gewesen. Memo an mich selbst demnächst. Flanke absichern mit Panzereinheiten. Hätte hier einige Soldaten heute retten können. Ja, ist auch schön, dass sie alle MGs haben, aber gegen die Panzer dann damit auch nichts ausrichten können. So, die sind immerhin hier auf dem Weg zu ihrem neuen Befehl, weil die andere Stellung ist ja quasi auch direkt vernichtet worden. Alter, das sind da natürlich auch hier, ja, 10 oder 12, 15, 20, wer weiß wie viele Sherman-Panzer. Das ist echt nicht lustig, die rücken hier einfach nur vor und schießen alles über den Haufen. Nee, das ist doch... Immerhin, also die sind noch da, die Fahrzeuge, leben noch. Ist natürlich jetzt alles eine Frage der Zeit, ne? Weiß ich, sollen wir mal hier einen allgemeinen Rückzug befehlen? Ich meine, können wir das? Macht das Sinn? Ist es eh egal? Ich weiß es nicht. Also mehr wie jetzt sterben... Werden wir halt eh nicht. Vor allem die rücken auf so breiter Front vor. Wir können die ja nicht mal mit diesen kleinen Mini-Geschossen hier flankieren oder so. Es geht ja halt einfach gar nichts. Hallo H3O Plus. Sieh uns zu. Sieh mir zu, wie wir abgeschlachtet werden hier. Man kann auch diese Binoculars benutzen, ne? Ja, man sieht schon hier. Es sieht nicht gut aus ohne Panzer. Ist das offline? Tatsächlich ja. Oh, Alter, wie viele Panzer! Wow. Das ist wirklich ein Shitload of Panzer. Man hört dich nicht so gut, wenn die ganze Zeit, wenn die Kanonen die ganze Zeit ballern. Ja, warte mal. Ich stell's mal noch einen Ticken leiser, aber ich hab's eigentlich eben schon leiser gestellt. Es wundert mich, dass es immer noch zu laut ist.
So. So. Die ziehen wir jetzt mal hier zurück. Und die nach da. Also ist jetzt hier eigentlich egal, ob wir das tun, glaube ich, aber wir machen es mal. Habe deine Antwort nicht verstanden. Ja, so ist das eben im Krieg. Es ist zu laut. Nee, aber es müsste jetzt eigentlich mit den Geräuschen noch besser sein, oder? Wenn ich jetzt nicht ganz nah rangehe. Spielstand ist extrem laut. Also bei mir hat er jetzt noch... Also ich habe mir jetzt mal auf 3% gestellt. Das müsste aber dann gehen, oder? Das scheint ja extrem hoch zu skalieren. So, die machen sich jetzt davon. Ob das zu spät ist, werden wir gleich erfahren. Ja, gucken wir gleich mal. Aber es ist, glaube ich, jetzt eine ganze Ecke leiser wie eben. Eben war es doch ein bisschen sehr laut. Aber ja, es sieht nicht gut aus hier. Vor allen Dingen die Truppe hier. Und die Truppe, die haben erheblich Federn gelassen. Schon. Beim Ranzoomen, ja, wenn es halt nah wird, ne? Da ist es extrem laut. Ist das ein Bot-Match? Ja, das ist tatsächlich gegen die KI, die hier langsam mit ihren Sherman-Panzern vorrückt und mich dabei ganz schön auseinandergenommen hat, weil ich nichts gegen die Shermans hier stehen habe. Also wirklich mal, also ich habe hier MGs, Infanterie und ein paar Halbkettenfahrzeuge. Also ziemlich das schlimmste Matchup, was man sich vorstellen kann an der Stelle. Okay. Ja, da müssen wir wohl eine absolut vernichtende Niederlage hinnehmen. Außer die beiden Fahrzeuge mit ihren Mini-Anklopfgeräten hier, die haben wir noch, aber die werden selbstverständlich nicht viel ausrichten können gegen die anrückenden Panzer. Die sind auch dabei zu schießen gerade. Immerhin. Oha, und da wird aber auch schon auf sie geschossen. Zack, da hat es irgendwo getroffen. Oh ja, jetzt werden sie so richtig auseinander gepflückt hier. Ja, war lieb von euch, dass ihr es versucht habt, aber die Panzer haben gemerkt, was Sache ist. Ey, da hast du keine Chance. Da bräuchten wir hier unsere schwere Panzereinheit. Ja. Was macht der da vorne? Warum fährt der da vorne rein? Ach, das ist ein, das ist nur die Infanterie. Okay. können wir irgendwie auch uns ergeben? Also, wäre jetzt ja mal so langsam, würde ich mal behaupten, wäre das mal so anzudenken. Ne, da haben wir auch wirklich keine Chance gehabt. Das war quasi das Matchup des Todes. Gegen eine komplette Truppe Shermans von 15 Fahrzeugen hier ist es natürlich auch, ja, das tut mir leid, dass du verbrennen musstest. Das hat nicht funktioniert. Überhaupt nicht funktioniert. Die wurden komplett zerschossen hier, die beiden. Und die Panzer sind hier ganz konsequent einfach nur reingerückt. Hat natürlich auch keine Feindeinheit, die sie hätte in irgendeiner Form aufhalten können. Firing Capabilities, da dürfte auch nicht mehr viel übrig sein. 3,40. Dann ist das Ganze auch vorbei. Und wir haben gefühlt fast alles verloren, was wir hatten. Ja, zieh dich mal zurück. Das wird jetzt eh nichts mehr nützen. Ja, nee, das hat alles nicht so geklappt, wie es sollte. Die sind auch mehr oder weniger alle weg. Außer der hier. Der hier vorne ist noch da. Wie auch immer, der noch nicht abgeschossen wurde. Stehen alle da rum. Und der Kollege, der denkt sich auch nur, ich möchte jetzt gerne woanders sein.
Das ist echt lustig. Du gut. Zack. Boing. Dismount. Bumm. Aber er steigt trotzdem nicht aus. Schade. Ja, die Panzer, die rollen natürlich über alles drüber. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist, das wird da gnadenlos weggeschossen. Immerhin, so vereinzelte Leute leben noch. Betonung liegt eindeutig auf noch. Genau, versteckt euch mal im Trichter. Ich glaube auch, das ist jetzt das Beste, was ihr machen könnt. Bis die Uhr abläuft hier. Die rennen überall rum. Die haben auch mit ihrer Artillerie, guckt euch das mal an hier, das ist komplett, jetzt ist ein bisschen neblig, komplett alles eingedeckt mit Kraterlandschaft. Das sieht fast schon westfrontmäßig aus hier. Naja. So, ihr habt auch alle kläglichst versagt. Naja. So, dann warten wir mal, bis der Zug zu Ende ist und wir hier die 90% Totalverlust-Statistik gleich sehen. Was ist das eigentlich für ein Kollege hier im Trichter? Ah, ist ein toter Kollege im Trichter, alles klar. Ja, das war's für ihn. Das war eh eine Artilleriegranate oder so. Auch der ist weg. Oha. Da hatten die Shermans viel zu leichtes Spiel. Aber wirklich ein viel zu leichtes Spiel. So, was steht hier oben? Surrendered. Haag Moritz hat sich ergeben. Sicher? Haben die Amis aber irgendwie nicht so freundlich aufgenommen anscheinend. Der gammelt hier noch ein bisschen rum. Nun denn. Haben wir uns erstmal richtig den Hintern versohlen lassen. Okay. So, in 30 Sekunden haben wir es dann auch endlich geschafft. Dann können wir uns das Elend angucken. Und dann heißt es, ich würde vorschlagen, dann machen wir den ersten Zug nochmal. Einfach weil die Fehler so groß waren, die ich beim Aufstellen begangen habe. Man hätte also tatsächlich Panzer und Infanterie zusammenpacken müssen in einen Sektor. Besonders hier an der Flanke. Haben die gerade ihren eigenen Mann beschossen? Anscheinend. Ja, minus 4% Verluste, unsere minus 95. Das ist, wie gesagt, sehr eindeutig. Das hatte die wichtige Wüstenfront ist verloren. In der Tat. Loading Battlefield. Platoon defeated. Ja, das waren auch die Schwächsten der Schwachen, die wir da stehen hatten. So. First Armored Regiment. First Armored Regiment. First Armored Regiment, Armored Regiment und Armored Regiment. Also ohne Ende Verluste. So, jetzt gibt es hier noch die Übersicht. Wir müssen die Sahara zurückerobern, um sie mit Wasser zu versorgen und einen neuen Lebensraum zu erschaffen. Oh Gott. Ja, quasi, ne? Quasi, ja. Schau, dass kein Sektor exponiert steht. Ja, der Sektor war definitiv exponiert. Aber so richtig exponiert, ne? Okay, minus 40, minus 20. Die haben sich natürlich jetzt auch alle stark bewegt, das ist klar. War es das hier? Ich glaube ja. Oder? Achso, undo changes. Next turn enter.
In der Sidi Bouzid Area hat BG Reimann Concentration of Enemy Tanks in SPG gespottet. Und 21st TD Forward Units has been arrived. Okay. Ja, genau. Okay. Ja, das machen wir nochmal. Das ist ja sowas von verlorenes Ding gewesen. Ach, die hier sind eingetroffen, oder? Die kann ich jetzt auch auf einmal bewegen. Aha. Interessant. Na gut, aber wir probieren das jetzt nochmal. Das war jetzt ja wirklich so der erste Testversuch und man sieht, ja,